What's up, everyone? Und so? Ich mal einen Take machen. Ja. Ich bin Mathilde und ich bin Julia und wir sind zusammen im Tirolia-Team. Sie ist 2 Jahre älter als ich und sie war früher im Swiss Frisky Team und ganz am Anfang habe ich immer gedacht, oh shit, ich werde genau so sein. Ich werde auch reisen und Wettkampf fahren und dann, das hat mich natürlich sehr fest motiviert. Dann konnte ich sie kennenlernen und habe ich gewusst, dass sie mehrere Verletzungen hatte und sie ist immer, immer stärker zurückgekommen und hat es mir auch inspiriert. Vor allem, eben, wenn wir zusammen fahren und voneinander schauen können, wer was macht, pusht es natürlich auch, wenn man es zusammen probieren kann. Mathilde inspiriert mich einfach das ganze Skifahren, wie sie an die Sache geht, wenn sie neue Tricks macht, so der ganze Style und alles. Tagtäglich wünsche ich mir, dass Mathilde das einfach mal heimgeht. Nein. Eben durch das, dass wir so viel zusammen reisen und immer zusammen Wettkämpfe fahren, sind wir natürlich eben auch immer zusammen auf der Ski. Wir sind immer zusammen im Zimmer und es ist auch immer lustig. Wir sind so wie forciert, um miteinander zu sein, aber es fühlt sich nicht so an. Darum ist es natürlich mega cool, dass wir auch sonst einfach gut miteinander auskommen. Zusammen fahren, es hat immer am meisten einen guten Vibe. Wenn sie etwas Neues macht, dann will ich auch auf meiner Seite etwas Neues machen. Ja, die Obsession beim Skifahren ist eigentlich einfach konstant besser zu werden. Das Gefühl von jeden Tag auf den Berg gehen, Fortschritt machen und nachher das im Wettkampf umsetzen können. Ich probiere auch immer lockerer zu sein, weil ich habe immer bei Mathilde gesehen, dass es gar nicht so stressig aussieht für sie. Aber da muss ich auch sagen, sich auch so, also fest verändert. Sie war so nervös und jetzt ist sie auch ein bisschen locker und es hilft mir auch, locker zu bleiben. Wir sind ja nicht die einzigen Konkurrentinnen voneinander und darum, ich glaube nicht, dass es so ist, dass man auf den Berg geht und denkt, man muss jetzt die anderen schlagen, sondern du musst ja einfach dein Bestes zeigen. Wir sind auch mehrere Mal zusammen auf dem Podest gewesen und ich finde, das macht die Freude einfach doppelt so gross. Wir wissen voneinander so viele Sachen und so viele gute Sachen und auch schlechte Sachen, dass man sich nachher doppelt so gut freuen kann, weil man halt sehr wie der andere vielleicht ein bisschen am Strugglen ist mit Verletzungen oder mit irgendetwas, was der andere alles schon hat, für das hergegeben sozusagen. Ja, das Vertrauen im Equipment ist sehr, sehr wichtig. Das Ziel, dass sie aufgehen, wenn wir fallen, am richtigen Moment, dass wir nicht unsere Knie verdrehen und so, dass sie auch nicht offen gehen, wenn wir nicht genau perfekt landen. Das funktioniert mit Tirolia einfach perfekt. Konkurrenz ist sicher da zum Teil ein bisschen, aber ich denke, Support miteinander ist für mich grösser. Es hat sicher eben eine Auswirkung gehabt, als Mathilde ins Team kam. So schnell mega viele Tricks gelernt. Wenn du siehst, die andere ist sich am Pushen, willst du auch gerne neue Sachen lernen. And then we'll be together again. Together emptiness. Together we'll fall, I guess. The value used to